Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. So, ich habe mich informiert und wir müssen nochmal in die Wüste. Anscheinend gibt es ein Material namens Sprite Core in diesen Lava-Höhen. Wo laufe ich eigentlich hin? Oh, halbwegs in die richtige Richtung, würde ich sagen. Boah, einfach geradeaus. Und hier sind wieder die schönen Gletscherkühe. Die müssen wir natürlich streicheln, damit sie Milch geben. Ja. Ja, du bist ein nettes Tier. Ja. Ja, da freue ich mich auch. So, Schneebären. Die helfen uns eventuell in den Lavahöhlen. Können wir gleich einsammeln. Ist nur aufpassen, dass wir nicht so vielen Monstern gerade begegnen. Die sind hier ein bisschen stark. Genau, also in den Lavahöhlen müssen wir Brightcore finden. Ich hatte nur das Problem, gefühlt war in jeder Lavahöhle, die ich gefunden habe, das nur ein Raum und man ist nicht weitergekommen. Ich dachte auch ursprünglich, irgendwie hängt alles zusammen an Höhlen. Also, dass alle Lavahöhlen miteinander verbunden sind, aber ich glaube, dem ist gar nicht so. Deswegen, entweder müssen wir wirklich eine gute Höhle finden. Wir schauen einfach mal, was sich so ergibt. Nein, du hast meine Banane umgebracht und mich auch. Was hatte ich gerade über Feinde gesagt? Die sind hier ziemlich stark, aber wir sind in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Hier ist mein Bett und mein ganzes Zeug liegt da hinten. Na, vielleicht nicht ganz in der Nähe, aber nah genug. So, Schneebären können wir gleich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann, ja, mir ist kalt, das ist richtig und das ist nicht gut. Dann wollen wir mal schauen, ist es arg weit weg? Es geht, aber das ist ein Umweg. Hat jetzt eigentlich nicht geplant. Nein, ich muss eine Schneebeere essen. Sonst hält die es ja hier nicht aus. So, hitzeresistent habe ich. Kalt ist mir aber auch. Dann brauchen wir ein paar... Nein, ein Eiswolf. Keine Zeit für dich. Und wo ist meine Begleiterbanane? Ja. So ist richtig. Mach mich fertig. Ich laufe doch. Lauf. Ich brauche mein Zeug, sonst bin ich komplett wehrlos. Die hätten mir so ein Pfefferspray geben sollen, dass ich die Wölfe fernhalten kann. Und ihr seid ja coole Schafe. Ihr seid scharfe Schafe. Nein. Und ein Skorpion käme dem Wolf auch noch zur Hilfe, obwohl die kämpfen, glaub, gerade selber ein bisschen. Na gut. Entweder ich weiß jetzt nicht mehr, wo mein Inventar ist, oder ich sehe zwei... Nee, ich sehe zwei Lichtstrahlen. Ist das nicht klasse? Jo, Banani ist auch wieder da. Ich meine Charlie. Dann kann der die Feinde abhalten, während wir hier unser gutes Zeug holen. So, die müssen wir natürlich jetzt essen. Schnabulieren. Hallo? Also, ich bin nicht drauf. Ja, das war unnötig. Ist egal. So. Ja, ich weiß, mir ganz, ganz kalt ist mir. Aber wir brauchen Beeren, um gesund zu werden und zu bleiben. Obst ist immer gut für sowas. Nein, jetzt wird auch noch Nacht. Das heißt, es wird richtig kalt. Mensch, das Gebiet ist aber hier unfreundlich. So, meine Tastatur macht wieder ein bisschen, was es will. Entweder das... Ich mache gerade den Input eigentlich nicht. Ich hoffe dann, dass mein Mikro nicht hängt. Oftmals passiert das in dem Zusammenhang. Naja, schauen wir mal. Also das ist nicht das Richtige. Wir müssen doch, das ist das Richtige schon. Da ist da, wo ich aktuell gestorben bin. Und da hinten ist mein ganzes Zeug. So. Jetzt nur nicht jemanden irgendwie auf den Schlips treten, der sich dann wieder echauffiert, was wir denn hier in der Gegend machen. Und dann einfach unser Zeug greifen und dann schnell weg hier. Da ist auch noch so ein Schneepanzer, den will ich jetzt wirklich nicht in meiner Umgebung haben. So. Nein. Oh, das war nur Charlie. Nur Charlie. Hat mich ein bisschen erschreckt, aber... Das darf er ja. Jetzt nimmt er wieder Feinde von... Hält er Feinde von mir fern. So soll das sein. Ja, ich weiß, dass mir kalt ist. Mein Zeug liegt ja da hinten, dann wird alles gut. Solange die Kühe hier nicht durchdrehen, wird alles gut. Und da hinten ist schon Grasland.
Da freue ich mich aber wieder drauf. Ab da wird es ein bisschen entspannter. So. Ja, war gar nicht so weit weg. Jetzt hier aufpassen auf die bösen, bösen Skorpione. Ist da vorne noch... Da ist noch einer. Da sind zwei. Ja, das ist scheiße. Charlie. Guck mal. Nee, das sind nur Spinnen. Das sind Froschspinnen. Hau drauf, Kollege. Ich hab wieder alles. Wollt doch kein Dynamit. So, Schwert. Mit dem Schwert ist es nicht verkehrt. Oh nee, Eiswölfe, noch ein Eiswolf. Ich verschwinde von hier. Komm schon. Nein, nein, nein. Nein! Lauf! Lauf! Boah, halbes Herz und mir ist auch noch kalt. Das heißt, ich müsste demnächst auf jeden Fall mal anhalten, um mich zu heilen. Na, komm schon. Komm schon. Ja, ich weiß, mir ist kalt. So, da ist noch ein Wolf. Und wir müssen einfach hin. Einfach hin. Da kriegen wir irgendwie hin, oder? Oh, Charlie ist da. Was ist das für eine Höhle? Ist mir egal. Ich gehe mal rein, um mich zu erholen. Ui. Scheiße Eishöhle. Da trinkt man gleich mal die Milch, bevor wir hier drauf gehen. Milch trinken. Gut für die Gesundheit. Am besten alles. Und dann haben wir wieder eine Chance. Aber hey, wir haben eine Höhle entdeckt. Ist das nicht toll? So, jetzt geht's uns wieder gut. Jetzt können wir mit den Strapazen des Alltags ruhig weitermachen. Und wieder weglaufen. Ich finde, ich habe genug geladen. So, normaler Wolf. Normales Drehschleuderteil. Bleib weg von mir. Ja, Charlie, kommt mit. Was steht er da hinten so dämlich rum? Lässt sich... Ah, da bist du ja. Ach, du hast dich um... Wemsen lassen. Anscheinend geht's. Na gut. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Das kann man machen. So, dann irgendwie in die Richtung ist richtig. Einfach geradeaus und wir kommen wieder in unser schönes, ruhiges Dorf. Ist das nicht schön? Ich dachte echt, ich gehe nochmal drauf. Aber wir haben es geschafft. Da bin ich relativ zufrieden mit uns. Wie sieht mich der... Nee, der Wolf reagiert nicht aggro auf mich, sondern auf das Hühnchen. Ne, schade fürs Hühnchen, gut für mich. So, Fackel kommt in den Fackelhalter. Und dann geht's weiter, sonst sehe ich ja gar nichts. Ja, das eine Ding, da ist halt nichts wirklich Nennenswertes dran. Vielleicht sammeln wir es irgendwann auf. Oh, vielleicht die Spawn der Marke irgendwann, keine Ahnung. Finden wir auf jeden Fall jetzt gutes Eisbiom, solange wir da nicht drüber stolpern. So. Ist es noch arg weit? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist hinter dem nächsten Hügel. Ist Charlie noch da? Charlie ist noch da. Das ist ja schön. Hab mich hier schon so einsam gefühlt. Nochmal so ein Drehpanzerteil, so wie sich das angehört hat. Hat? Sehe ich gerade nicht. Ist egal. Jo, Hügellandschaft passieren und dann ab ins Dorf. Ja, freuen sich bestimmt meine Dorfbewohner auch, mich wiederzusehen. War jetzt lange auf Exkursion. Komm schon, ich will Anzeichen von Zivilisation sehen, am besten von meiner. Dann müsste ich ein bisschen besser rennen. Da lang. Ist die Frage, gehört das zu mir? Das ist ja ein riesiges Feuer, so wie das wirkt. Das kann eigentlich nicht zu mir gehören. Ich sehe ja gar... Doch, da sind Häuser. Ich glaube tatsächlich, das ist schon mein Dorf. Obwohl... Doch, da ist ein Wachturm. Da auf dem Felsen, das ist mein Dorf. Bei Nacht sieht alles so komisch aus. Wir sind wieder daheim. Schnell. Schnell in die sicheren Winde. Und wir müssen deutlich mehr Fackeln aufstellen.
Erkennt man bei Nacht ja nicht, dass hier friedliche Leute hausen. So. Skelette ausgesperrt. Hey! Du kannst nicht einfach hier drin spawnen. Was soll denn das? Ich muss mehr Wachen aufstellen. So, das muss man natürlich auch irgendwann bauen. Wer bist du denn? Silas. Bla 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 bla. Kann dich nicht aufnehmen. Ich hab, glaub, genügend Einwohner. So, dann machen wir mal kurz Inventur im Inventar. Kann man hier was reintun? Oh, vielleicht die nicht die arktische Kralle. Die Himbeeren, warum denn nicht? Die Schneebeeren nehmen wir mit in die heißen Höhlen. Schubsaft lassen wir hier. Obsidientafel und so weiter. Mensch, was hatte ich da alles für einen Scheiß mitgenommen? Ein Schild wäre wahrscheinlich auch praktisch gewesen, so. Scharfe Chili brauche ich im Moment nicht. Dynamit brauche ich im Moment nicht. Obsidientafeln brauche ich nicht. Wollskrallen haben wir auch wieder fleißig gesammelt. Wer schnarcht denn da so komisch? Alle schnarchen so komisch. Na gut. Allen kann ich das nicht verbieten. So, ranken sich viele Gerüchte wieder hier rum. Oh, Stein haben wir auch nicht so viel. Die arktischen Krallen kommen mal hier rein. Finden wir bestimmt wieder. Spätestens, wenn wir hier wieder aufräumen müssen. So, das können wir eigentlich auch hier lassen. Spitzhacken haben wir noch genug. Schwert haben wir noch genug. Dann können wir eigentlich direkt weiter in die Wüste gehen. Ist ja nur ein Katzensprung entfernt. Vor allem, seitdem wir eine richtig nahe Höhle gefunden haben. Ja, nimm in Ruhe, du Skelett. So, nochmal vergewissern. Nicht hier am Marker. Hallo, ich hab doch... Wieso ist die nicht aufgedeckt? Ich war doch drin. Da sind drei, okay. Wir haben doch ganz in der Nähe eine gehabt. Das finde ich jetzt nicht so pralle. Ich dachte, die wäre direkt hier rein und dann vielleicht finden wir sie wieder. Bei der Dunkelheit schwierig. Na egal, wir geben unser Bestes. Schauen wir mal, vielleicht noch ein bisschen Mais. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Essen dabei habe, was jetzt nicht explizit Schneebeeren sind. Weil die wollen wir ja eigentlich für sinnvollere Sachen aufheben. Naja, wir schauen uns das an. Jetzt geht's erstmal Richtung Wüste und dann schauen wir mal, ob wir eine passende Höhle finden. Spitzhacke in der Grüne dabei. Ja, sehr gut. Nur damit können wir das abbauen. Vielleicht auch schon mit der Vorstufe, aber ich glaube, wir brauchen eine gute Spitzhacke dafür. Ja, ihr kriegt alle aufs Maul. Sollt euch so langsam mal eine Lektion... Wieso brennst du? Ach, es wird Tag. Das trifft sich ja richtig gut für uns. Dann haben wir eine Chance, eine Höhle zu entdecken, die wir davor nicht entdeckt haben. Die sehen ja alle relativ markant aus. Müssen wir nur mal schauen. Hier haben wir auch eine ganz okay Übersicht. Ich glaube, da hinten ist so ein Dino-Vieh. Ah, da ist ein Dino-Vieh. Interessant. Müssen wir uns auch noch mit anlegen eigentlich. So, und in die Wüste geht's hier lang. Da rechts war nur ein bisschen Strand. Ist zwar schön, aber nicht so praktisch. Okay, hier haben wir jetzt grüne Fishing-Spots. Was auch immer das bedeutet. Hui, das hat ja gerade so gereicht. Aber es hat gereicht. Bist du ein normaler Wolf oder bist du ein Sandwolf? Du siehst aus wie ein Sandwolf. Ja, verhält sich wie ein normaler Wolf. Und hast, glaube ich, auch die Krallen vom normalen Wolf. Na gut. Irren kann man sich ja auch mal. Hier haben wir erfolgreich draufgehauen und das ist eigentlich das Wichtigste. So, rein in die Wüste und am besten rein in eine... Das ist doch eine Höhle. Wieso habe ich die davor nicht gefunden? Die sehen doch alle nach Höhlen aus. Ist doch ganz klar. Hau drauf! Weg hier! Ohohohoho. Das Problem ist, ich habe auch im Dorf nicht gespeichert. Da hätte ich mein Bett f***en sollen. Beinahe wäre mal wieder in der Wüste, im Eisding noch gespawnt. Deswegen schnell hier ein Bett hin, bevor wir es vergessen. Und Bettzuweisung mir selber hoffentlich. Wieso lädst du so lange? Ich will doch hier nur speichern. Okay, das machen wir vielleicht nochmal. Fressende Himbeere.
So, zuweisen. Wunderbar, Spawnpunkt ist hier. Da kann doch... Verzeihung, da kann doch gar nichts mehr schief gehen. Alter, wir wären beinahe wieder im Eisbiom gelandet, weil ich so dämlich bin. So, und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich eine Höhle ist. Die sind ja, wenn dann, relativ leicht zu finden. Wie dumm war ich denn? Die Antwort ist ziemlich. So, rein da. Kann nur Gutes drin sein. Mir ist brandheiß. Ja, ja, dafür habe ich die ganzen Schneebären dabei. Die können wir auch direkt festsparen. So, jetzt ist mir nicht mehr brandheiß. Ich glaube, das ist schon Brightcore da oben. Die erste Höhle, die wir finden, und wir haben es, und wir haben tatsächlich Lavaströme. Das hat man in den ganzen anderen Höhlen nicht. Nein, doch nicht mit dem Schwert, du Esel. Ja. So muss das. Wieso ist mir denn so warm? Ein Metallschmelzofen. Damit können wir Kupfer einschmelzen. Das ist herrlich. Ah, kommen wir doch noch zur abgegradeten Werkbank und vielleicht mal zu besseren Waffen, sodass wir die Dinos auch ausschalten können. Und vor allem nicht nur die Dinos, sondern auch generell alles im Eisbiom. Das war ja ziemlich... Nein! Ja, von der Lava kann ich es jetzt nicht weiterholen. Vielleicht sollte ich das überbauen. Bauteile, Holzfundament. Ja, würde sagen, das passt. Solange das jetzt nicht schmilzt, ist doch alles in Ordnung. Weiß auch nicht, wie viel Brightcore man haben sollte. Hier, nehmen mal. Oh, das geht doch kaputt. Da wäre man beinahe reingefallen. Zumindest wäre man in der Nähe gespawnt. Das hat ja auch was. So, was haben wir hier noch? Eine Höhlenkammer auf jeden Fall. Was bist du? Ne? Granit wollte ich doch gar nicht. Hier gibt es doch jede Menge Brightcore und komische Skelette mit Kopfhörern. Ah, die teilen ganz schön aus. Oh, Dynamit weg. Boah. Kollege. So, weg hier. Ich muss dringend was essen. Nicht werfen. Essen. Ich habe was gegessen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Alles wunderbar. Ja, da kommt er ja wieder. Aber ich glaube, er lässt uns in Ruhe. Nee, Dynamit wirft er dahin. Habe ich mich verlaufen? Hier ist doch auch noch ein Ausgang. Schauen wir mal kurz raus. Mensch, die Höhle hängt aber zusammen mit anderen Höhlen. Ich glaube nicht, dass es da ist, wo wir rein sind. Doch. Doch, doch. Uff. Charlie, du bist da. Dir geht's gut, oder? Mir geht's auch gut. Dann ist ja alles klasse. Ich glaube, wir müssen wieder rein. Kann ich noch ein paar mehr Begleiter mitnehmen? Vielleicht sollte ich auch wieder eine Armbrust mit mir führen. So, da ist Holz. Dann nehme ich gern mit. Ja, stimmt, hier sind wir reingekommen. Ich erinnere mich. Ja, scharfe Chili, warum auch nicht. Kordel brauche ich gerade nicht. An den Brightcore traue ich mich im Moment nicht, aber hier war ja jetzt so viel schöner Loot durch die dynamitwerfenden Leutchen. Na? Nur noch Schlürfpilze hier? Nee, da liegt ja alles. Sehr gut. Und Charlie, pass auf. Weg mit dem. Der kann nix. Oh, liegt hier cooles Zeug. Was bist du denn? Brightcore. Brightcore brauche ich. Spitzhacke. Waldaxt. Sogar die gute. Na, zumindest nicht die gute Spitzhacke. Oh, da gibt es ja noch mehr von euch. Ich hätte gern wieder meine Fackel. Habe ich die irgendwo liegen lassen? Ja, ich glaube da unten. Aber ohne die, da liegt sie ja. Ohne die wird das nichts hier drin. Eine braucht man zumindest so. In Fackelhalter. Ja gut, das ist erforscht, würde ich sagen. Da geht's nicht weiter. So, kann ich hier das nicht wie in Minecraft einfach zubauen, dass da keine Lava mehr rauskommt? Ich fürchte, ich kenne die Antwort. Will hier jemand aufs Maul? Ich nicht.
Gut, dann haben wir ja hier die Möglichkeit, zumindest das noch abzubauen. Da wird uns der Boden unterm Arsch nicht weggerissen. Finde ich schon mal sehr sympathisch. So. Wie kommst du so schnell hier runter von hinter mir? Bist du da wieder einfach gespawnt? Du hast nicht den offiziellen Weg genommen. Scheint mir zumindest so. Also, ich hatte ja schon eine Episode mit dem Namen Heiße Höhlen, aber das sprengt hier gefühlt nochmal alles. Diese Lava, Bäche und Seen und Wasserfälle habe ich noch nicht gesehen. So, das können wir vielleicht triggern. Du Arsch. So, explodier. Mach was draus. Doch nicht bei mir. Oh, der ist schon draufgegangen. Dynamit liegt auch da. Charlie! Nein! Eine Sprengbanane. Warum mit Dynamit? Wer macht sowas? Komm schon. Nicht hauen. So, da haben wir noch eine Waldachs und Brightcore. Kriegt man also auch, wenn man die Idioten hier vermöbeln. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Nein! Nicht auf die Herzchen aufgepasst. Oh, aber wir sind kurz vor der Höhle. Das kriegt man hin. Oh, ich hab auf den letzten Metern bemerkt, dass ich hier nichts mehr kann. Wollte gerade mir noch eine Schneebiere reinpfeifen und dann war es um mich geschehen. Einfach nicht gut aufgepasst. So, fressen hier ein bisschen hoch. So, das sollte reichen für die 2 Minuten. Nee, wir brauchen keine 2 Minuten. Wir brauchen 20 Sekunden da rein. So, könnt ihr mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9. Da liegt's ja. 20. Hat alles gepasst, so. Ja, mit den Schneebieren. Ich denke mal, wir haben genügend Brightcore. Ja, 38. Für irgendwas muss das reichen. Ab zurück ins Dorf. Und vielleicht machen wir mal einen Talisman, der gegen diese Hitze hilft. Müssen wir mal schauen. Wir haben einige Optionen. Sollte man vielleicht mal ausnutzen. Ist doch ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da hinten bin ich, ist der Marker, wo ich im Eisbiom gestorben bin. Haben wir immer die passende Richtung parat. Das habe ich vorhin gemeint. Gut, wir hätten auch den riesigen Berg da. Der hat sich bisher auch noch nicht wegbewegt. Also hätten wir vielleicht gar nicht so viel bessere Orientierung gebraucht. So, die kommt nach unten, die kommt wieder dahin. Armbrust habe ich ja sogar dabei. Macht nur nichts damit. Na gut. Wenn wir hier schon so freiwilligen Bernstein finden, nehmen wir den auch noch gefühlt mit. Charlie ist wieder dämlich und läuft direkt vor die Spitzhacke. Man kann es ihm einfach nicht abgewöhnen. Boah, Schlürfpilz, hinfort mit dir. Nein! Ich will doch den rohen Bernstein, nicht die Schlürfpilze. So. Geh doch mal aus der Schussbahn, Charlie. Mit dir werde ich keinen Call of Duty spielen. So. Und 1, 2 haben wir noch. Da oben sind auch noch welche, wenn wir da hochkommen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir uns da hochbauen sollen. Gut, wir haben genügend Zeug dabei, aber ich will doch nicht extra so eine Scheißleiter bauen für die 2. Die bleiben mal als Deko bestehen. So. Nicht schon wieder so ein Teil. Jetzt geht's hoch. Nein! Charlie, du hast es rechtzeitig erledigt, bevor es alles in die Luft gesprengt hat. Bin so froh, dich dabei zu haben. Spart mir so viel Arbeit und Stress mit den Feinden. Auch wenn sie dich manchmal kaputt kloppen, du kommst ja zurück. Sandpanzer. Warum nicht? Wo willst du wieder hin, Kollege? Und bleib schön da und lässt dich hier vermöbeln. So, was haben wir? Chilischoten. Achso, wir können auch unten was reintun. Nicht in die Offhand. Ja, vielleicht das Stück Fleisch. Dann können wir einen Sandpanzer mitnehmen. Schon mal eine Inventarsorge weniger.
Also so bedrohlich fand ich das Eisgebiet auch noch nie wie jetzt in dem Moment, wo man es so sieht. Ich dachte, es wäre viel weiter weg. Latsche ich wieder in die falsche Richtung. Komm, ich brauche endlich mal ein Schwert, was kann. Ich glaube, dafür ist das Kupfererz, was wir gesammelt haben, auch relativ praktisch. Ja, gut, wir müssen einfach hier nach links. Wäre beinahe tatsächlich in die falsche Richtung gerannt. Sind ja schon links da. Dann schauen wir mal, was so ein Schmelzofen kostet. Wird uns hoffentlich nicht zu arg zurücksetzen. Finanziell, materiell, spirituell. Nee, ich glaube an den Schmelzofen. Ja, auch gut, und meine Tastatur macht wieder komisches Zeug. Muss ich vielleicht mal nach der Episode ausschütteln? Oder ausschimpfen, oder ich wechsle sie einfach. Nee, keine Ahnung. Vielleicht ist auch der USB-Port gerade ein bisschen überlastet. Hilft manchmal woanders einzustecken. Macht sie generell aber nicht, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Ich habe sie neulich sehr gründlich gereinigt, weil ich immer meine Tastatur voll krümel. Wenn ich hier ein Toastbrot oder so esse, dann sieht die nach einer Weile nicht schön aus und dann nehme ich alle Tasten ab, das geht bei meiner Tastatur, tu die in die Waschmaschine und dann, also nicht die Tastatur, nur die Tasten. Und dann, wenn ich ganz motiviert bin, tue ich auch die Switches raus, geht auch bei meiner Tastatur und dann, die kommen nicht in die Waschmaschine, aber dann hat man mehr Fläche, um die Tastatur wirklich gut zu reinigen. So viel zur Tastaturpflege. So, jetzt schauen wir aber mal, einen Schmelzofen hätte ich gern. Metallschmelzofen, Obsidian-Tafel, 35 Stück, willst du mich verarschen? Ich habe 8. Zumindest hier in der Kiste. Ich hoffe, ich habe noch Obsidian. So, was können wir hier reintun, was Essbares? So ein Explosionskern klingt eigentlich auch schmackhaft. Ich glaube, das würde ich nicht vertragen. Die Schneebären kommen erstmal hier rein und erklärt mir für verrücktes Fleisch auch. So. Ich habe das Gefühl, okay, da haben wir noch zumindest 18 Obsidian. Hier haben wir 8 Tafeln. Rein rechnerisch ergibt das jetzt immer noch nicht 35. Vielleicht ist oben in unserem Produktionshaus noch was. Ansonsten sieht das düster aus. Wir müssen in eine der anderen Höhlen. Eine der anderen Lavahöhlen, um nochmal ein bisschen Obsidian zu kloppen. Das hätte man natürlich auch in der Wüste schauen können. Da war ich mal wieder viel zu voreilig. Gut, hier haben wir noch 7. Das reicht auch nicht ganz. So ein Mist. Wir haben 18 und 15. Das sind leider keine 35, wenn man das hat. So, 18 da, 15 da. Wunderbar. Uns fehlen 3 Stück. Wird doch richtig gerechnet. Nur hier, uns fehlen 2 Stück. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Mathe ist kompliziert heute früh. Haben wir hier noch, ist das voll? Nee, Holz muss ich natürlich auch nachholen. Dann würde ich das wahrscheinlich bis zum nächsten Mal machen. Dann können wir auch hier das Haus endlich, ja, fertig bauen halt. Ist das ein Eselkopf? Ist ja schön. Und was ist das da unten? Das war mal ein Biber. Das ist jetzt so eine Art, entweder Hase oder Kaninchen soll das, Hase oder Ente soll das sein. Na egal. Ich würde sagen, ich sammle bis zum nächsten Mal Holz und damit sind wir am Ende von der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.